So, hallo an alle, willkommen zurück zur nächsten Folge von OMSI 2, der Omnibus-Simulator, oder sollte ich eher sagen, willkommen zum Busbetriebssimulator, ja, ich habe ihn mir gekauft, weil ich habe mich auch mega darauf gefreut, weil ich finde das mega cool. Ich bin mal gespannt, was beim Multiplayer alles möglich sein wird. Ich habe ein bisschen gespielt, nicht lange, aber ein bisschen hat es gereicht. Ich habe mir zwei Busse gekauft und so, dies, das. Zeige ich euch aber gleich. Ja, Multiplayer kann man noch nicht so viel machen, womit man begrüßt wird. Ja, also ich habe das ja gemerkt, ich habe es mir an dem Tag gekauft, wo es rausgekommen ist. Das war am Donnerstag. Da begann übrigens auch der Steam Sale, womit ich dann mega die Probleme beim Kaufen hatte, weil der mir mein Geld nicht aufgeladen hat. Und ja, deshalb jetzt 3 Tage später, am Sonntag, habe ich mir gedacht, gut, werde ich mal machen. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe beim Sprechen gerade vergessen, was ich gesagt habe. Egal. Ich habe es mir gekauft, will es jetzt hochladen. Und, mir ist aufgefallen, ja, sind nicht wenige, die sich das gekauft haben. Hier wird man, zeigen wir auch, die Server haben das null ausgehalten. Die Minimap wurde erstmal offline gestellt. So. Addon Manager, ja, kann ich mal kurz rein, schauen, aber ja, machen wir mal Freeware, ja, werde ich mir immer irgendwann mal anschauen. Ja, ich habe hier ein paar Maps, aber Gärten und so funktioniert zum Beispiel gerade gar nicht bei mir. Bad Kinzau soll wohl ganz spannend sein, werde ich mal schauen. Egal, wir gehen in den Singleplayer. Wir gehen in den Karrieremodus. Hallo Handy. Ja. So lange lassen wir das mal laden. So, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe im Moment knapp keine 10.000. Ja, ich habe mir Kredit geholt. Bin auch schon ein bisschen was gefahren. Ja, bisschen. Hab mir ein bisschen was zusammengefahren, dass ich insgesamt 7 Busse haben kann. Wusste nicht, was das bringt, habe mir das einfach mal ausgesucht. Ich zeige euch mal. Ich habe einmal den Facelift VR ZF Ecolife, wo ich die Matrix zerstört habe. Ich habe nämlich eine andere eingefügt und die ist jetzt weiß. Und dann noch den Standard Scania City Byte, aber mit Berliner Sparkassen Repaint. Habe ich auch direkt schon kaputt gespielt, oder kaputt gefahren, wie man da vielleicht sieht. Ja, OMSI wollte bei mir nicht so, wie ich wollte. Und ja, dann haben wir, hallo trinken, 2 Karrierepunkte oder so. Ja, kann man sich hier von was kaufen. Ja, ne, also man sollte jetzt wahrscheinlich hier auf Erfahrungsbonus und auf Werkstattbonus gehen. Gut, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Es gibt Prüfungen. Naja, wählt man die Strecke aus. Ich habe mir jetzt X10 geholt gehabt. Aber ja, wir schauen erstmal, was uns der Dienstplan so sagt. Jetzt ist die Dose offen. Schau mal, was können wir hier fahren? Ihr bringt die Strecke 626 von Heinersdorfer Weg 5 KP. Ich weiß immer noch nicht genau, was KP heißt. Ich denke mal Karrierepunkte. Aber eigentlich habe ich nicht so Bock auf Brandenburg. Ich glaube, wir machen eine Prüfung. Und ja, ein bisschen Kohle kostet das ja alles. Was wollen wir nehmen? Sollen wir Linie 110 fahren oder Linie 285? Linie 115 bin ich einmal gefahren mit dem Citybyte. Hatte ich aufgenommen, habe ich aber gelöscht, weil bin ich schon mal gefahren, habe ich aber gelöscht die Aufnahme, weil sie einfach so von schlechter Qualität war. Und da hat sich gerade mein Headset einfach verabschiedet gehabt. Und
Linie 620 will ich eigentlich fahren. Ich glaube, wir fahren mal Linie M29. Komm, wir fahren Linie 115. Nee, nicht Linie 115, Linie 285, meine ich. Meine Güte, hier X10. 285. Mit dem Facelift. Mit diesem Bus fahren. Ja, dann werde ich das jetzt mal schneiden, bis wir im Game sind. So. Wir sind im Bus. Hier fliegt jetzt eine scheiß Motte rum. Gut, dann mache ich mal das Fenster zu. Ja, oder ich lasse auf, mir ist zu warm. Ja, hier unser Bus. ZF. Ecolife. Mercedes-Benz Citaro LE. So, wir rüsten mal fix unseren Bus auf, weil wir haben nur noch 1,5 Minuten bis zur Abfahrt. Linie 285. Nee. 285.00. Route 4. Gut, okay. Fahrgäste steigen trotzdem ein. Also das ist das Positive daran. Das muss ich mal irgendwie noch fixen. So, muss starten. Ich finde den Motor sonst bei geil. Ja. Wie man vielleicht sieht, wir haben links unten eine Minimap. Das ist Omni Navigation. Das ist jetzt durch das DLC mit dazugekommen. Hat früher... Also es war früher ein Payware-Add-on, sage ich jetzt mal, so ein monatliches Payware-Add-on. Ein inoffizielles, würde ich eigentlich mal behaupten, weil das ja nicht von Aerosoft oder keine Ahnung von wem OMSI eigentlich stammt, entwickelt wurde. Dazu kommt diese kleine Anzeige hier oben, das ist Advanced Omnibus Driver. So, jetzt muss ich mal fixieren mit dem Fahrplan aus. 258 Umlauf 62. Ja, ja. Der macht das mit den Schäden und sowas. Und ja, wir sind bereit zur Abfahrt. Machen wir nochmal kurz Test. Funktioniert alles wunderbar. Und dann begeben wir uns los. So, warum jetzt hier allerdings S und U-Bahnhof Tempelhof steht, habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, wird aber, denke ich mal, einfach nur ein Fehler sein. Scheiße. Das geht ja wirklich gut los. So, haben wir jetzt noch unseren Bus geschrottet. Und da wollen viele mit. Das ist natürlich nicht so geil. Wir haben nur 58 Plätze. Meine Erfahrung von den letzten Fahrten war maximal 47. Aber ich weiß nicht, was noch passieren wird. So. Wir können mal, während die Leute hier noch so am Einsteigen sind, bevor die ersten Tickets verkauft werden müssen, eben die Fenster öffnen. So wie es ausschaut, möchte gar kein Ticket kaufen. Also können wir unsere Fahrt fortsetzen. Upsa. So, ja, also durch das Auswählen des Kurses und der Fahrt wird auch gleichzeitig eine Uhrzeit ausgewählt. Ja, das finde ich super geil. Der Bus wird automatisch gespawnt mit dem Nummernschild, das man haben möchte. Und ja, man muss halt wirklich nur Fahrplan auswählen und losfahren. Alles einstellen übernimmt der Computer. Oh, wir haben grün. So, jetzt muss ich mich gerade muten, weil ich genieße. Oh, ich muss jetzt feststellen, dass ich echt mir die Nase putzen muss. Ey, so eine Scheiße.
So, ich muss mich nochmal während die einsteigen. Guten Abend. Eine Kurzstrecke bitte. So, da hört man nur so leicht im Hintergrund eine Kurzstrecke. Dann gibt's hier 60 Cent zurück. Und wir fahren los. Weiter. Richtung U-Bahnhof Oskar-Helenheim. So, was auch neu hinzugekommen sind, sind Blitzer. Also die einen dann blitzen, wenn man zu schnell fährt. Ja, musste ich tatsächlich auch schon zweimal schmerzhaft feststellen. Kostet einem, ich glaube, 45 Euro oder so. Später wird einem das abgezogen. Aber ja, es geht noch voll in Ordnung. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen den Fahrplan wieder einholen. Weil es geht nämlich alles nachher von unserer Blitzer. Entschuldigung. Ja, geht von unserer Bewertung ab. Wenn man zu spät kommt, aber Vorteil ist ja, der Kollege des X10 nimmt uns jetzt erstmal die ganzen Fahrgäste mit. Das finde ich auch gut. So. Alter, meine Fresse. 3 Minuten. Kriege ich nie wieder eingeholt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der Fahrplan ist jetzt extrem eng gehalten. Man kommt zu gar nichts. Also man holt wirklich nur Verfrühung, wenn man draußen in Brandenburg fährt oder Haltestellen durchfahren kann. So. Hier der Kollege des 285er. Ich würde sagen DL07 oder DL09, keine Ahnung. Überall möchte eine Dame einsteigen. Der Bus ist zur Hälfte gefüllt. Nicht ganz. Aber das geht in Ordnung. Wir haben ja noch Platz. Wobei man sagen musste, dass der Scania City weit 87 Plätze hat. Also Sitze und Stehplätze insgesamt. Und der bei den 47 Fahrgästen, die ich hatte, echt extrem voll aussah. So, hier dürfen wir jetzt trotzdem weiter 50 fahren, weil wir schon nach 18 Uhr haben. Wir möchten jetzt wieder ein paar mehr Leute einsteigen. Können Sie gerne tun. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken, ne? So, Fahrkarte für diesen Sie. Zack. Und auch für Sie. Wir haben sogar passend gezahlt. Ah, die Ampel wurde jetzt erst grün, das ist auch erstaunlich.
Hier ist die John F. Kennedy, die JFK Schule. Wie man sieht, kann man dort wohl mit einem Schulbus ranhängen, anhalten, aber es gibt gar keinen Kurs. Und warum hängst du jetzt, wenn es kein Fehler gibt? Also, das ist mal das Zeichen, dass jetzt gleich die Fehler kommen werden. Aber es ist halt Omsi, muss man dazu sagen. Die Haltestelle ist ein bisschen falsch markiert worden. Da stehen wir ja hier und nicht da. Warum bei mir jetzt allerdings Betriebsfahrt Hallo. Steht, verstehe ich auch nicht so ganz. Guten Abend. So. Der lässt uns rein. Sehr schön. Hier geht die ältere Dame bestimmt zur Elternversammlung von ihrem Enkel oder Enkelin, weiß es nicht. S-Bahnhof Zehlendorf. So, jetzt ist der Fehler da. Nee! Jetzt mal eben abbremsen, weil hier steht bestimmt irgendwo wieder so ein Blitzding. Das blitzt einen, glaube ich. Da ist er doch. Das blitzt einen, glaube ich. Auch wenn man hinter einem anderen Fahrzeug steht und das Nummernschild nicht erkennen könnte. Aber man muss ja auch nicht zu schnell fahren. So, welchen Kollegen haben wir vor uns? 110? Nee, 111 müsste das sein oder so. Oder 109, ich weiß nicht, wie die heißen. Welche Linien hier langfahren. So, Omsi hat wieder seinen Hänger. Da ist der Fehler. Ein mir doch unbekannter Fehler. Aber hier ist das 112. Gut. Guten Tag. Normal. So, eine Fahrkarte. So, wenn er jetzt noch das Geld geben würde, wenn ich dort drauf tippe, dann wäre das schon cool. Hallo. Hallo. Ich habe gedacht, ich komme noch da voraus, aber... Ich weiß gar nicht, ob die Busfahrer, doch die Busfahrer werden dann sicherlich auch fahren. Macht ja auch Sinn, ist ja grün. Zehlendorf, Eiche. So, und dann nehmen wir natürlich jede Ampel wieder mit, die rot vor uns schaltet. Und dann erstmal ewig auch rot bleibt. Licht können wir eigentlich noch auslassen, wa? Brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Zieht nur unnötig die Frames hinunter.
so. Hallo. Hallo. Ach, da wollen noch mehr aussteigen. Alter, was wollen die denn alle raus? So, es ist rot. Ich fahre jetzt einfach mal ganz frech, weil ich, boah, ist das laut. Weil ich ganz gerne die Verspätung einholen möchte. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil ich scheine ja gerade erst rot geworden zu sein. Trotz meines verbotenen Fahrstils oder Fahrmanöver. Habe ich mir jetzt da mal nicht so den Kopf drüber zerbrochen und habe es einfach getan. So. So, jetzt können wir langsam vorrollen, damit wir hier unser A kriegen und gleich fahren dürfen. Na? Jetzt haben wir einen und dürfen fahren. Ich weiß nicht, akzeptiert der 3 km/h zu schnell? Also, ich denke mal, ne? Weil das ist auch bei den Standardblitzern so. Die geben, also die haben 3 km/h Kulanz. Mache ja auch meist die LKW-Fahrer, die überholen nicht mit, die überholen ja auf der Autobahn mit 83. Deshalb dauert das ja immer so lange. So. Das war jetzt schon knapp mit der Dame, aber es hat gepasst. So, wir sind auch schon gleich am Ende. Jetzt kommen nur noch die Leichhardtstraße, die Clayallee und dann sind wir auch schon am U-Bahnhof. So, können wir gleich mal ausprobieren. Blitzt der einen hier? So, mit 1 km/h war es jetzt nicht. Es ist immer noch so laut. So. Und dann einmal hinaushüpfen. Und dann halten wir jetzt noch einmal in der Clayallee an und dann können wir die Fahrt beenden. Übrigens, die Clayallee wird ohne den Prüfungsmodus eigentlich so gut wie nie angesteuert, weil einfach sonst niemand dort aussteigen möchte, beziehungsweise einsteigen. Aber ich glaube, im Prüfungsmodus ist einfach die die Personenrate etwas höher gestellt. So, die Dame möchte nicht mehr mit. Also halten wir jetzt nur kurz an, um die ältere Dame aussteigen zu lassen. So. Na gut. Ich weiß jetzt gar nicht. Upsala, was soll das denn? Ich möchte ja eigentlich nur mir den Fahrplan angucken, aber was... Spiel? Spiele, Omni?
Was ist los? Da war grün. Da war so grün. Also wir halten hier an. Fahrplan, Fahrplan, da oben. Muss noch überall einmal halten. So, wir schließen jetzt einmal mal ganz frech die Türen, um die anderen an der anderen Haltestelle rauszulassen. Ja, also nicht böse nehmen. Die Kollegen der Nacht. So, worauf die Kollegen da an der Haltestelle warten, frage ich mich jetzt schon ein bisschen, wenn man mal so sieht, was hier alles noch so kommen wird. Alles Busse der Linie 285. So, einmal hier wenden. Gerne noch ein paar Mal öfter sein. Vor allem, wenn niemand drin ist. So. Zu spät, ja, mein Gott. Scheiß Auto da, ey. Wir klicken auf Fahrt abschließen. Fahrt abschließen. Dann, Haltestellen. 16 Stück. 10 davon pünktlich. Kein schwerer Unfall. Okay. 11 Euro haben wir an Tickets verkauft. Und Fahrgastzufriedenheit 68%. Fahrgastkomfort 100%. Fahrstil 25%. Ja gut, kann man noch dran arbeiten, aber ist ein solides Ergebnis, finde ich. So. Alter, 20% Steuer. Egal. Wir gehen zurück ins Büro und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wieder. Nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über jeden positiven Kommentar, den ihr schreibt. Und dann machen wir eine Abstimmung. Ja, doch, wir machen eine Abstimmung, wie oft ich denn die Fahrten, und die ich hier mache, um mich hochzuleveln, filmen soll. Soll ich alle filmen? Reicht es, wenn ich nur ein paar filme? Oder ob ich nur filmen soll, wenn irgendwas ganz Spezielles ist, keine Ahnung, ich den irgendwie in den Multiplayer oder so gehe, aber ja. Gut. Ich denke mal, ab und an werde ich offline spielen können, das finde ich schon okay, aber bis dahin gebt ihr euch erstmal hiermit zufrieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, keine Ahnung, wann ihr das Video schaut, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Halt, das Video ist noch nicht ganz vorbei. Hier links könnt ihr jetzt einmal euch ein zufälliges Video anschauen und hier rechts habt ihr die Möglichkeit, euch das letzte Video anzugucken. Zudem gebe ich euch jetzt hier oben so in der Mitte noch die Möglichkeit, auf meinen Kanal zu kommen. Könnt ja gerne ein Abo dalassen, ist natürlich kein Muss, würde mich natürlich freuen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.